Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Moin Moin. Und wir laufen weiter mit dem sehr traurigen kleinen Mädchen hier. Ja, wir wissen immer noch nicht genau, was es ist. Ich denke, wir sollen das Land befreien von dem Trübsal, der hier durch die Gegend weht. Also schauen wir uns das mal an. Okay, gleich fangen wir schon mit dem Boss an hier. Alter Krieger Gelrod, okay. Na. Oh, hat er mich erwischt. Oh, weg hier. Oh. Komm, hau ihn da. Wir hauen jetzt die ganzen Dinger weg, die wir hier haben. Ist auch egal. Oh, hab ich schon wieder getroffen. Oh, schon wieder. Immer mal Leben nehmen hier. Was macht er? Ah, okay. Ah, hilft gar nicht so viel gegen den hier. Okay, wir müssen, glaube ich, selber auch ein paar Mal hauen, sonst bringt das nichts. Oh, jetzt aber weg hier. Mal durch hier. Oh, Mist. Oh, jetzt müssen wir nochmal ein Leben nehmen hier. Oh! Nein! Gerade wo ich Leben nehmen wollte. Okay. Gut, dass wir nicht so weit laufen müssen. Also von daher. Oh, schon weg hier. Okay. Oh, hat mich erwischt. Ich muss hier hinten hin. Ah, verdammt. Ach, schon wieder. Wie kriegt er mich denn da mal? Oh, Mist. Okay. Oh, jetzt dreht er durch. Oh, er dreht durch. Nein. Okay. So, komm her, du Gerold. Wir müssen ein bisschen ausweichen bei dir, leider.
Oh Mann. Okay. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Okay, jetzt wird's eng. So, gehen wir weg hier. Jetzt müssen wir ihn platt machen. Oh, wem trifft er mich? Ich bin noch gerade weggesprungen. Ach man, treff ihn doch einfach mal. Ah, noch ein. Ah. Oh. Jetzt machen wir dich platt. Ich glaube, wir kriegen ihn. Ich glaube, wir kriegen ihn. Oh nein. Was mache ich denn da? Oh, das war dumm. So! Du blutiger Bastard. Level up auch noch gleichzeitig, okay. Verfluchte Unreine, wie konntet ihr nur... Draußen vor der Hütte konnte ich die Stimmen der Dorfleute hören. Die angsterfüllten Stimmen derjenigen, die mich fürchteten, da ich unrein geworden war. Es war meine Entscheidung, in der untoten Truppe zu kämpfen, um das Volk zu beschützen. Und doch sehnte ich mich manchmal nach Läuterung. Aber ich durfte der Quellenpriesterin nicht noch mehr zur Last fallen. Nach einer Weile waren wieder Stimmen zu hören. Diesmal waren es die Stimmen der Quellpriesterin und eines Kindes. Sei ein junges Mädchen und doch war es eine vorzügliche Priesterin geworden. Ich hatte zwar vergessen, wie man lacht, aber ich merkte, wie meine Züge weicher wurden. Wenn ich eines Tages die Kontrolle verliere, muss dieses Kind wohl die Last tragen. Ich wusste nicht, wie lange ich noch bei Sinnen sein würde. Aber solange ich konnte, wollte ich dieses Kind beschützen. Diese Kinder, Entschuldigung.
Wenn ich an die Kinder dachte, waren meine Schmerzen nicht weit davon belang. So, was bekommen wir denn von Ihnen, Feines? Alter Krieger Gerold teilt schwere und kräftige Schläge mit seinem Riesenhammer aus, bewegt sich langsam. Dafür hat er große Reichweite und kann Gegner zurückstoßen. Hammer des Riesen in der Luft. Löst mal auf deine Druckwelle aus. Je stärker ist, je tiefer man fällt. Eine Technik, die alten Krieger... Ah, okay. Dann können wir jetzt Böden kaputt machen. Perfekt. Durch Gerolds Kraft kann man aufprallen nach einem Sprung durch Drücken von eine Sturzattacke ausüben. Diese Sturzattacke ist in der Lage, Geschwülze zu durchbrechen, die in den gewöhnlichen Attacken keinen Effekt haben. Manche Geschwülze sind so stark, dass sie nur durch einen Fall aus großer Höhe durchbrochen werden können. Es muss ein ehrenvoller Ritter gewesen sein, der das Dorf bis zum Schluss beschützte. Die beiden Priesterinnen aus Erinnerung, waren das deine Mutter und du? Wir gehen zurück, hier ist eine Bank. Und diese Bank werden wir aber auch besuchen, um diesen Hammer auch da reinzuholen. Den können wir gut gebrauchen. So. Den packen wir da hin. Speichert auch gleich. Können wir das verstärken hier? Wir haben leider nichts mehr, ne? Unreines Furor haben wir noch nicht gefunden. Die haben wir gefunden, aber der bringt uns das noch nicht. Gut. Dann geht's weiter. Hui! Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir müssen auf jeden Fall nachher nochmal zurückgehen, denn es gibt ja verschiedene Bereiche, haben wir gesehen. Schmiererei im Dorf. Eine Schmiererei auf einer Pagodit. Sie zeigt, wie die Quellpriesterin an einem sonnigen Tag mit den Dorfkindern spielt. Das ist doch nett. Kann man da rein? Ja. Das ist hinter den Barrikaden. Hier gehen wir runter. Pass auf. Wir müssen gucken, wie es geht. Achso, warte. Hä? In der Luft? Wie war die Technik? Können wir die noch sehen? Warte, hier kann man es bestimmt nochmal nachgucken, ne? Teil schwer, bewegt sich. Mist. Wie war das jetzt? Konnte ich die einfach nach unten drücken? Ah, so, okay. Heilung. Der flüchtige Wunsch einer sterbenden Priesterin. Heilung plus. Okay. Was immer das ist. Das hat uns irgendwie geholfen. Wie geht's weiter? Antrag des Dorfs 2. Zutrittsverbot in den Katakomben. Derzeit werden die im ganzen Land auftauchen Unreinen in den Katakomben festgehalten, um eine Ausbeutung zu verhindern. Zutritt verboten. Weiterhin muss der königlichen Soldaten gemeldet werden, sobald sich ein Unreiner zeigt oder jemand beschuldigt werden, jemand Unreines zu verstecken. Okay. Das machen wir. Wir verraten natürlich. Hier geht es erstmal nicht weiter für uns. Gut, dann müssen wir zurück. Obwohl, können wir mit dem Hammer da durchhauen, weil da ist ja ein roter Punkt. Nee. Ist auch nichts. Nee, ich sehe da jetzt nichts. Was weitergeht. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Ein bisschen gespannt. Wir können jetzt ein paar Wege unten runter gehen, deswegen machen wir das auch. Ich speichere trotzdem gleich schon mal hier, weil wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich speichern. So, wir gehen in diese Richtung weiter. Die Frage, wo wir längs gehen, gehen wir hier links? Nee.
Da definitiv nicht. Da kamen wir zum kopflosen Reiter, den wir besiegt hatten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier längs. Es gibt ja noch verschiedene Wege, wir schauen mal. Ach Mann, ich wollte den Hund mit einem Haps wegmachen. Nicht klappte. Oh, diese blöden Köter. Mal, wollte ich mich verabeln? Nee, verabeln, das nervt doch. So. Hier geht es aber unten irgendwo hin noch, ne? Ne, hier konnten wir nur längs schwimmen. Okay, das bringt uns gar nichts gerade. Aber da hoch können wir noch, sehe ich gerade. Wir können noch nicht ganz hoch, ne? Schade. Ah, guck mal, noch einsammeln. Heilen wir uns. Bin ich jetzt sicher? Ich glaube, hier gab es einen Weg runter, ne? Oder was heißt denn das Symbol da? So. Oh. Ach, komm schon. Wurde ich veräppeln gerade? Ich muss kurz heilen hier. So. So, aber hier war doch irgendwas gerade, ne? Oder habe ich da was falsch geguckt? Da können wir noch runter. Ah, so geht das, okay. Gut. Jetzt kommen wir da irgendwie durch. Kommt von da irgendwie. Aber wir können ja gar nicht tauchen, das ist das Problem. Bringt uns irgendwie noch gar nichts. Oder? Solange wir nicht tauchen können, bringt uns das erstmal gar nichts. Zumindest haben wir schon mal aufgemacht. Wir müssen aus größer Höhe, das heißt, wir müssen da hoch und dann da runter springen, okay. Aufs Dach rauf. Kommen wir hier aufs Dach rauf? Nee, kommen wir ja nicht rauf. Mist. Gibt es einen anderen Weg aufs Dach? Ist die Frage. Okay. Hier würde ich gerne runter, aber das geht nicht. Da müssen wir von einer höheren Höhe kommen. Okay, müssen wir nochmal weitergehen. Also anscheinend geht es hier auch noch nicht längs. Gucken wir, wo wir längs kommen. Muss ja dann irgendwie noch einen Weg geben.
So. Hier können wir also auch nicht längst gereist. Können wir mal speichern hier kurz. Und dann gehen wir da nochmal rein, weil da waren wir auch nicht drin. Müssen wir alle Wege abtasten. Wir gehen hier nochmal rein. So. Gucken wir da nochmal. Guck mal da. Oh Mist, was mache ich denn da? So. Blöder Typ. Okay. Du musst ihn irgendwie schnappen da, den Vogel, da kannst du theoretisch nerven. Aber ich krieg ihn glaube ich nicht so, okay. Ah, geht trocken damit natürlich. Ja, die Vögel nerven! Aber da geht's irgendwie hoch, glaube ich, ne? Gehen wir da rein. So, das ist so ein stärkerer Vogel. Warte. Da, du Affe. Ich wollte doch noch einmal nach Hause, um meine Frau und Tochter zu sehen. Läutern wir den Vogel mal. Nix hier mit Frau und Tochter. Kannst du vergessen, du. Westhändler. Die unreine Seele des Westens folgt Lili. Wenn er einen Gegner sieht, greift er diesen an. Der Händler aus dem Westen brachte seltene Ware in das Endland. Deshalb bereiste die Freude seiner Kunden, war auch seine Freude. Okay, können wir natürlich erst machen, wenn wir auf der Bank sind. Aber das kriegen wir hin. Cool. Ach, danke. So. Gehen wir mal kurz hier runter. Okay. Aha. Gut. Ich behaupte, man darf das nicht berühren hier den Boden. So wie der würde er wahrscheinlich auch sterben. Natürlich. Nur hier rein, okay. So. Waren wir hier nicht schon? Ja, ich glaube schon. Ja, definitiv. Wie kommen wir hier wieder raus? Das ist natürlich auch irgendwie nett, aber auch egal eigentlich. So, wir gehen mal diese Richtung weiter wieder. Wir müssen ja irgendwie das schaffen. So, die Truhe da oben sieht so nice aus, die würde ich gerne haben, aber ich komme da leider noch nicht hoch. Gehen wir erstmal hier weiter. Na? Du blöder Typ.
Da. Ja, hau dich mal kurz. Ja, stirb. Gut, hier liegt noch was. Talismanstück, cool. Wieder ein bisschen Leben mehr. Aber in die Richtung müssen wir anscheinend nicht. Müssen wir hier unten? Können wir doch nicht mehr längs. Okay, ich muss kurz überlegen, wo können wir denn auch längs hier? Da längs? Hey, um zurückzukommen? Warte mal kurz. Da kommen wir auch nicht hoch. Kommen wir auch nicht raus. Huch, kann Aufnahme machen. Jetzt haben wir die Karte. Also wir sind da. Wir waren ja schon überall, also. Abgeschlossene Areale, okay, offene Areale. Aber irgendwie müssen wir doch da auch wieder zurückkommen. Ist die Frage, wie? So. Ja, okay, dann müssen wir doch diesen Weg gehen erstmal. Da gibt es einen anderen Weg, der da unten längs führt, denn den finden wir jetzt. Können wir hier längs gehen? Vielleicht? Okay, sind wir da. Daraus. Ach so, okay, klar. Gut, wir speichern noch mal kurz. Aber ausrüsten. Ich wollte mal gucken. Wir haben doch jetzt hier so ein. Der ist doch auch ganz geil eigentlich. Ja. Verstärken. Wir können doch auch mal hier. Da, wir haben unreine Furor. Da können wir auf jeden Fall ein paar Sachen verstärken. Unreines Sediment. Das können wir nicht. Den können wir verstärken, den Hammer. Perfekt. Den verstecken wir auch gleich schon. Wenn wir schon dabei sind. So. So. In die Richtung. Da kommen wir auf jeden Fall dahin, wo wir hinwollen. Behaupte ich mal. Ah, Mist. Wir hätten von da, da hätten wir runterdaddeln können, ne? Machen wir jetzt mal. Auf jeden Fall ein fetter. Brauchen wir den dabei für? Wir haben einen fetter Sprung nach unten. Da. Oh. Knapp daneben, aber immerhin aufgekriegt. Okay. Weg da, du Affe. Keiner macht mir was vor. Huch, das explodiert. Alter, wer ist er denn? So, den machen wir auf. Den nehmen wir mit. Ah, warte. Können wir ganz rüber jumpen? Ich glaube nicht.
Müssen noch irgendwas kriegen wir noch, damit wir noch mal weiterspringen können, glaube ich. Das ist noch nicht was. Hier waren wir schon, ne? Genau. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück. Da war doch auch noch was, wo wir hin konnten. Warte mal. Hier war nichts, okay. Geh trotzdem mal kurz zurück. Da komme ich nicht rüber, leider. Hm. Können wir hier hoch irgendwas machen? Okay, also hier nicht, aber war unten noch was? Ich habe gar nicht drauf geachtet gerade, muss ich zugeben. Ich glaube aber nicht, ne? Nur die Kante, okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück und gehen in die andere Richtung. Ist hier noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben? Ah, das darf man natürlich nicht. Man darf nicht in der Nähe bleiben von dem. Logisch. Ich hab's trotzdem gemacht. Da kenne ich ja nichts, ne? Ach, Mann. So, das sammeln wir kurz ein. Wenn wir gebrauchen. Hier ist nichts mehr. In die andere Richtung gehen. Können leider nicht tauchen. Na, das sind Sachen, die man lernen muss erst, ne? Schade eigentlich. Hier durch. Gut, dann geht's erstmal hier weiter. Erstmal hier in die Richtung weiter erstmal. Wenn wir hier schon waren. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung weiter. Ja. Heilen wir kurz. Die nächste Bank ist meine. So, weg mit dir. Und die Kisten dachten wir, die könnten wir zerstören. Konnten wir natürlich nicht. Diese Vögel, die Vögel sind die nervigsten, finde ich. Also okay, die Bogenschützen sind auch nicht gerade cool. Okay. Hm. Wieder ein Level up. So. Hm. Wir können auch schnell reisen gleich. Können wir gleich noch machen, aber erstmal. So, weg mit dir. Oh, bevor wir sterben, heilen wir uns mal lieber. So. Kommen auch immer wieder Gegner, das ist natürlich klar. Solange wir speichern, werden wir immer wieder neue Gegner erleben. Ich glaube, hier ist eine Bank bestimmt. Ist auch runter. Da. So, hier speichern wir und hier machen wir auch Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und habt Spaß daran. So, wir speichern noch einmal. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.